Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder. Auch heute bin ich wieder mit der Übung der Woche für euch da. Dafür habe ich mir heute wieder eine wunderschöne Kulisse ausgesucht. Ihr seht schon, das Ahrtal, meine Heimat, ist mit mir stark verbunden oder ich mit ihr. Und deshalb mache ich auch am liebsten meine Videos hier mit einer super Aussicht. Heute habe ich euch wieder eine Übung mitgebracht, wo ihr den Ball, also egal ob einen Volleyball oder einen Fußball oder ähnliches, nutzen könnt. Und zwar machen wir eine Variation der Sit-Ups. Dafür stellen wir nur die Fersen, nicht den ganzen Fuß, auf die Matte auf, nehmen den Ball in beide Hände und dann legen wir den Ball immer mit gestreckten Armen hinten auf dem Boden kurz ab, kommen wieder ganz hoch, Ball zwischen die Knie kurz und wieder zurück. Ablegen und wieder auf. Wir achten dabei darauf, dass wir die Wirbelsäule immer schön auf- und abrollen und nicht ganz flach auf- und wieder ablegen. Das Ganze auch nicht mit Schwung, sondern wirklich nur aus den Bauchmuskeln. Und dadurch, dass wir die Fersen schon leicht in den Boden drücken, wird der Oberschenkel schon vorher leicht angespannt, sodass tatsächlich auch die Bauchmuskeln arbeiten und nicht der Hüftbeuger. Ihr seht schon, wenn ich nach oben komme, richte ich mich einmal im Rücken kurz auf, um dann wieder locker abzurollen und wieder runter zu gehen. Diese Übung, wie gesagt, sehr gut für die Bauchmuskeln und ich würde für die Anfänger am Anfang 10 Wiederholungen empfehlen, für alle, die ein bisschen fortgeschrittener sind, 20 bis 30 Wiederholungen und auch dann hier wieder das Ganze in 3 Sätzen und bald habt ihr ein super Sixpack. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Übung und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!